Ja, moin Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich hatte euch versprochen, ich werde nochmal was über die Rüstungen rausbringen. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen vorbereitet. Ihr kennt das Spielchen, es kann sein, dass das Tutorial ein bisschen länger oder je nachdem, ne? Okay, also hier haben wir schon mal alle Rüstungsklassen, die man im Moment noch im Grounded bekommt. Sprich, da kommt ja noch die schwarze Ameisenrüstung dazu, da kommt noch die Kellerasselrüstung dazu und ja, wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Also, das ist alles, ich sag's nochmal dazu, wie im vorigen Tutorial auch, das ist aus dem Shroom and Doom Update das aktuellste. Sollte was Neues kommen, kommt ein neues Video. So, fangen wir einfach mal an. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen geordnet, nachdem, wie man auch die Ressourcenmaterialien findet. Bis auf hier hinten, das sind Einzelgegenstände. Die habe ich mal ganz separat gemacht. Okay, also ihr fangt an, Grounded zu spielen. Dann wird das erste sein, was ihr wahrscheinlich bekommt, die sogenannte Klee-Rüstung. Die Klee-Rüstung, seht ihr, hat nur einen halben Punkt, also 0,5 von 10 Verteidigung. Man bekommt dreimal genügsam davon, wenn man sie trägt. Und dann bekommt man, ich kann sie ja mal anlegen... So, machen wir das so. Zack, zack, zack. Und gehen auf Status. Jetzt haben wir dreimal genügsam bekommen und als Set-Bonus gibt es noch Kamel. Was bedeuten die drei Sachen? Genügsam bedeutet, der Hunger geht weniger runter. Das heißt, man braucht weniger zum Essen. Und Kamel, was macht Kamel? Ne? Braucht kein Trinken. So, dann hätten wir das erste schon erklärt. Bei den Rüstungen gibt es nicht so viel zu erklären wie jetzt bei den Waffen. Hier kann ich noch dazu sagen, die Rüstung ist halt wirklich für den Anfang. Später, wenn man dann die ersten Tau-Sammler und was weiß ich hat und auch die eine oder andere Tierfalle hat, ist das mit Essen und Trinken eigentlich kein Problem mehr. Das heißt, die von der Verteidigung her mit einem halben Punkt bringt ja schon mal gar nichts. Nur am Anfang, dass man etwas hat und später switchen. Dann switchen wir gleich mal. Wir gehen zur Eichelrüstung. Da sieht man schon, die hat 1,5 Verteidigung. Und bringt dreimal maximale Gesundheit. Sowie einmal unknackbar. Und unknackbar bedeutet, es ist nochmal eine Blockchance. Einen besseren Block noch mit drin. Das heißt, die ist schon mal gar nicht so verkehrt, weil wie gesagt, wir haben 1,5 Schaden schon mal. Die ist so, ja, solange man noch nichts Besseres hat, ist die okay. Ja? Wie gesagt, maximale Gesundheit geht nochmal hoch und nochmal die Blockchance geht hoch. Dann konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Made und Ameise, aber ich denke, die Maden hat man schneller am Anfang zusammen als die Ameisenrüstung. Deswegen die Madenrüstung. So, bei der Madenrüstung kriegt man dreimal maximale Ausdauer dazu und hat einen Punkt Verteidigung. Das heißt, sie hat wieder weniger Verteidigung wie die andere, aber maximale Ausdauer. Das heißt, man kann länger rennen. Und jetzt bekommen wir auch noch plump und saftig dazu. Das plump und saftig bedeutet einen Fallschutz. Das heißt, wenn ihr irgendwo runterstürzt oder sonst was, habt ihr mehr Fallschutz. Und wichtig zu wissen, das sind alles bestimmte Sets und wenn ihr die jedes Mal komplett habt, bekommt ihr den Set-Bonus, wie jetzt plump und saftig bei der hier. Dann die Ameisenrüstung. Gehen wir auch nochmal rein in die ganze Geschichte. Also, wir kriegen jeweils Schleppkapazität dazu. Die Rüstung an für sich hat nur 0,5 Verteidigung. Dann bekommt ihr dreimal Schleppkapazität. Das heißt, ihr könnt am Anfang könnt ihr nur 5 Stängelchen tragen. Und wenn ihr die dann angezogen habt, könnt ihr 8 Stängel tragen. Also ein Stängel pro Rüstungsteil mehr. So, und ihr bekommt den Set-Bonus Ameisenmensch. Ameisenmensch bedeutet, ihr könnt in einen Ameisenbau rennen, ohne dass ihr angegriffen werdet. Also ihr werdet ignoriert. Solltet ihr eine Ameise kloppen da drin, klar, greifen die euch alle an. Solltet ihr ein Ei klauen, greifen die euch genauso an. Aber so kann man am Anfang eigentlich recht schnell in die Ameisenhöhle, um dort das eine oder andere zu bekommen. Jetzt wird es schon mal ein bisschen interessanter.
Und zwar kommen wir jetzt nämlich zur Bienenrüstung. Und die Bienenrüstung wird von vielen sehr unterschätzt. Da muss ich sagen, die hat eine Verteidigung von 2,5 und hat noch die Sprintdistanz mit drin dreimal. Und dann bekommt ihr den Pollenschuss. Der Pollenschuss bedeutet, ihr kriegt nochmal auf den Bogenschaden nochmal obendrauf. Das heißt, das ist eigentlich die perfekte Ausrüstung für einen Bogenschützen. Erstens, ihr seid schneller. Also, ja, was heißt schneller? Es ist ein bisschen ausgewogener, die Ausdauer und die Geschwindigkeit. Deswegen Sprintdistanz. Und ihr habt, wie gesagt, nochmal Schaden auf Bogen drauf. Also, klar, wenn ihr nur mit Bogen unterwegs seid, solltet ihr euch Gedanken machen, die Bienenrüstung zu nutzen. Die hat zwar nicht allzu viel Verteidigung, wenn man aber wieder bedenkt, dass die im Vergleich die Marienkäferrüstung nur 3,5 Punkte hat, das heißt ein Punkt mehr. Man bleibt halt in Entfernung. Dafür ist es ja gedacht, es ist ja für den Fernkampf. Dann hätte man das auch geklärt. Wie gesagt, für den Bogenschützen optimal. Dann gibt es hier noch die Spinnenrüstung. Die Spinnenrüstung ist von der Verteidigung wieder nur bei 1,5 Punkten. Aber ihr bekommt dreimal Schnelligkeit dazu. Das heißt, ihr seid um einiges schneller. Und ihr bekommt Jagdgeschick dazu. Das Jagdgeschick bedeutet, ihr habt eine schnellere Ausdauerregeneration. Das kann man jetzt hier im Kreativ nicht zeigen. Das ist ein bisschen blöd, aber die regeneriert viel schneller Ausdauer und ihr seid auch viel schneller. Ich weiß nicht, sieht man da einen Vergleich? Oder jetzt will ich ihn mal ausziehen. Nur mal kurz zum Gucken. Jetzt nochmal anziehen. Oh ja. Das macht Geschwindigkeit schon aus. Und wie gesagt, die Ausdauer ist dann auch viel schneller wieder oben. Sollte ich mir mal angewöhnen, mehr zu tragen, wenn ich irgendwo nur schnell hinrennen will, um was zu farmen. Da ist das wieder von Vorteil. Die Schnellverbissenrüstung. So. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblinge, und zwar die Marienkäferrüstung. Die Marienkäferrüstung hat bei jedem Teil Blockstärke drin, hat schon 3,5 Punkte an Verteidigung. Und es bekommt die rote Umarmung dazu. Die rote Umarmung, ist nämlich auch mal ganz gut zu wissen, ist Lebensregeneration. Das heißt, kriegt ihr einen Treffer ab, heilt ihr schneller. Die rote Umarmung bedeutet nur, ihr heilt viel schneller. Wichtig dafür ist aber, wenn ihr mit Trinken leer seid und Essen leer seid, dann braucht ihr nicht auf Heilung warten. Also ihr müsst immer gucken, dass ihr zumindest halb voll trinken, halb voll essen habt, dass es überhaupt eine Regeneration ist, aber durch die Rüstung regeneriert es noch schneller. Und dann natürlich die Blockstärke, die ist auch nochmal erhöht. So. Dann haben wir noch die Keurüstung. Die Keurüstung hat eine Verteidigung von 1,5 Punkte und man hat überall noch einen perfekten Block mit drauf. Das bedeutet, wenn ihr mit irgendwas blocken tut, zählt das auch als perfekter Block. Das heißt, ihr blockt auch richtig. Und wenn ihr die jetzt angezogen habt, alle drei Teile zusammen habt, habt ihr die verwirrende Riposte drin. Ne? Und wenn ihr... Ist schwer zu erklären. Die verwirrende Riposte gibt einen extra Schaden, aber auch nur, wenn alle drei Teile angelegt sind. Und ich glaube, nachdem ein erfolgreicher Block gelaufen ist, dann bekommt ihr nochmal extra Schaden obendrauf. Ich selbst nutze die nicht so gern, also ich ziehe die Marienkäferrüstung vor, aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Dann, klar, gibt es noch den Blasenhelm und die Flipflossen. Hat keinerlei Rüstung, hat halt den Vorteil, hier Tauchveteran, das heißt, ihr habt mehr Luft. Und hier ist die Schwimmgeschwindigkeit viel höher. Nicht wundern, die ist schon gelevelt, das ist schon die Flipflosse Plus, aber die Standard kann man, wenn man im Kreativ ist, gar nicht mehr herstellen. Wie gesagt, hier geht es viel schneller. Bei den Standarddingern ist nur Schwimmgeschwindigkeit. Hier steht noch viel dahinter. Ihr schwimmt schneller und ihr könnt länger Luft anhalten. Dann kommen wir zum nächsten. Dann haben wir hier einmal die Augenklappe Plus. Hier genau das gleiche. Die normale Augenklappe kann man nicht herstellen im Kreativmodus. Ihr bekommt aber
plus Angriff plus Angriffsausdauer und plus Schadensresistenz. Ich werde mich mal dran setzen, werde mal ein bisschen hin und her puzzeln, was es noch für sinnvolle Builds gibt, die man vielleicht, was weiß ich, Augenklappe, die Schuhe und noch irgendeine bestimmte Rüstungsteil. Das muss alles mal ausprobiert werden. Aber da kann man schon interessante Sachen machen. Ja, wie gesagt, hier habt ihr Angriff, also mehr Schaden in dem Moment, die Angriffsausdauer, das heißt, ihr schlagt schneller drauf, würde ich sogar sagen. Und Minusschaden, es ist Minus-Schadensresistenz, muss man nämlich auch bedenken. Das heißt, ihr kriegt schneller Schaden, beziehungsweise mehr Schaden. Dann gibt es noch die Läuse-Latschen, die machen nichts anderes wie nur die Schnelligkeit. Die wären vielleicht noch interessant, eventuell mit der zusammenzutragen, aber da sehe ich schon ein Problem. Da nehme ich nämlich eins weg, das heißt Minus-Einschnelligkeit, und mache die Latschen hin, plus Einschnelligkeit. Kommt aufs Gleiche raus, macht keinen Sinn. So, dann wären wir da auch durch. Dann gibt es noch den Hut, die Schützenmütze. Da seht ihr wieder, die hat eine Verteidigung von 2,5. Von der Verteidigung her gar nicht mal verkehrt. Wie gesagt, Marienkäferrüstung hat mit 3,5 die höchsten Werte. Und da kann so ein Mützchen mit 2,5 schon sehr gut mitziehen. Und ihr habt nochmal einen Bogenangriff dazu. Ist halt die Frage, muss mal getestet werden. Macht es mehr Sinn, das Hütchen zu nehmen, anstatt hier die Maske? Weil dann nehmen wir uns ein Sprintdistanz nur weg. Aber wir haben dann auch den Bonus nicht mehr. Müsst ihr mir bedenken, wenn ihr eins wegnimmt, ist der Bonus weg. Also ich glaube, das wird auch wieder keinen Sinn machen. Ja, also auch wieder Bogenangriff, das heißt rein für einen Bogenschützen. Würde ich vielleicht nutzen... Ich bin kein Bogenschütze. Wäre ich Bogenschütze, würde ich die tragen. In meinem Fall, wo ich viel mit Marienkäferrüstung arbeite, könnte man mal sagen, okay, ich setze schnell das Hütchen auf und schieße aus Entfernung, dann setze ich es wieder ab, setze mein normales Kram auf und gehe weiterkämpfen. Da macht das wieder Sinn. Kommen wir zum nächsten. Hier haben wir den Milbenhut. Verteidigung 1 Punkt und Atemholen. Das heißt, ihr habt mehr Ausdauer, beziehungsweise schnellere Ausdauer. Erhöht die Ausdauereffizienz, genau. Ja. Und ich denke mal, da wird noch was kommen. Weil ich weiß schon etwas zum Thema Kälte und Wärme. Da wird noch Kleidung kommen. Aber egal. Dann haben wir die Gasmaske. Was macht die Gasmaske? Einen halben, hat gerade mal 0,5 an Verteidigung. Und ja, ihr könnt mit der Gasmaske in die Gaszone gehen. Und was viele auch nicht wissen, die schönen Baumwanzen, die... Da ihr Diarrhoe ablassen und Wölkchen, ne, die Giftwolke, selbst da bringt die Maske was. Das heißt, die Baumwanzen, die könnt ihr... Oh, Diarrhoe war falsch, sind die Flatulenzen, aber egal. Oh, ja, geil. Ja, die Gasmaske bringt aber auch bei den Baumwanzen was. Alles, was mit Gas arbeitet, könnt ihr mit der Maske abschirmen. So, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Da haben wir die Maske des Mutterdämons. Wenn ihr hier jetzt schaut, 3,5 Verteidigung sitzt genauso wie bei der Marienkäferrüstung. Die hat nämlich auch 3,5. Ihr habt hier nochmal eine Giftbeschichtung drauf. Das bedeutet, sobald ihr den Helm tragen tut, egal mit welcher Waffe, selbst wenn ihr Boxen tut, gibt es nochmal einen Giftschaden. Da es 3,5 Verteidigung hat, nehme ich die als Ersatz für den Marienkäferhelm ganz gern. Also ich nutze den Helm nicht mehr. Weil ich brauche die Lebensregeneration nicht. Und deswegen nutze ich dann immer den Helm, weil der Schaden viel höher wird. Macht viel aus. Und wie gesagt, hat genauso viel Verteidigung wie die Marienkäfer-Dingens auch. So, dann, genau, hier geht ja ein Block dann weg und ein Set-Bonus. Aber das wäre eine Kombination, die funktioniert ganz gut. Dann gibt es hier noch die Glühwürmchen-Kopflampe. Keine Verteidigung, aber macht Licht, macht ordentlich Licht. Also man sieht es hier jetzt im Hellen ein bisschen. Wir können auch gleich mal im Dunkeln gucken, wie das nochmal aussieht. Die macht eigentlich nichts anderes wie Licht. Und weil es einfach zu den Rüstungen dazugehört, habe ich mir gesagt, machen wir auch nochmal den Schnorchel.
also das Kiemenrohr, so heißt das Dingens, gibt Tauchanfänger, das heißt, es gibt ein paar Sekunden mehr Luft zum Tauchen. Aber guckt, wenn ihr tauchen wollt, schaut, dass ihr die zusammenkriegt. Also gleich hier den Blasenhelm, weil das macht viel mehr aus. Dann braucht ihr eh die Flipflossen. Das Kiemenrohr ist so der Start. Ich glaube, bis man das Material fürs Kiemenrohr zusammenkriegt, bis für den Helm, muss man eh erstmal das Kiemenrohr gemacht haben. Ja, wie gesagt, es ist natürlich möglich, noch verschiedene Variationen zu machen. Ist halt die Frage, in welcher Art und Weise. Wenn aber jemand von euch gute Variationen gefunden hat, wer weiß, ich sag jetzt mal blöd gesagt, die Madenbrust plus hier das Hütchen plus die Schüchchen, weil es dann optimal zum Bombardierkäferjagen ist oder was weiß ich, wenn ihr so Ideen habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, das kann ich beim nächsten Video, wenn ich nochmal was über die Rüstungen rausbringe, auch berücksichtigen und mit reinbringen. Ist halt nicht einfach, das alles rauszufinden. Ja, dann sind wir soweit am Ende. Wie gesagt, hier das Dingens, sehr gut für Bogenschützen, ganz wichtig für Leute, die bauen wollen, ganz wichtig für Leute, die draufhauen wollen. Und für die, die schwimmen können, sollten das tragen. Hier nutze ich auch ganz normal die Marienkäferrüstung. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, kommentiert und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.